Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. So, nachdem wir mit Mr. Quinn abgerechnet haben, müssen wir uns noch Damien vornehmen. Dazu starten wir die Mission. Trotzdem verlierst du manchmal. So, auf geht's. Wir befinden uns jetzt wieder im Bunker. Lucky Quinn is dead. So, jetzt bin ich einmal gespannt. I hope you don't mind. I'm grabbing some of your stock. Figure that makes us even. Yeah, sure, of course. Take what you want. Fixers will be breathing down my neck soon. I didn't even know Rose was dead. She should have just walked away. There's no evidence that Bloom arranged her death. Hell, Aiden. You don't know that they didn't. You know, I've seen a lot of things that don't add up. City deals, voter rigging, all it takes is one good PR team to sweep that all away. After Rose died, they created that. Now, I don't know the hows and whys of it, but that code is dangerous. Something about... I couldn't make much sense of it, but it was something about Bell or something. Bellwether? Hmm. That's what he wanted. You gotta burn that code, man. The rest of it, I don't care what you do with it. You know, Aiden, I'm sorry about Clara. Selma. This whole thing is shit, no matter how you cut it. Careful, Aiden. When the lights go out, bad things tend to happen. Several of Bloom's top executives are now being questioned about a series of graphic of that term. Shocking footage has surfaced implicating Mayor Rushmore in the murder of a woman, Rose Washington. The woman was a former CTOS employee reported missing over a year ago. Mayor Rushmore has refused to comment, but a statement released by City Hall claims the footage is a fake, made by the hacker group DedSec in order to discredit the mayor. After everything we've suffered, you just give it all away? What have you done? Are you mad? I don't know anymore. But I do know Nikki's safe. And I know you'll pay for Clara. You think you're the hero in all this? Read your own press. You're a in this city. You and your vainglorious bullshit. Come on, then. Come and get me. Let's finish this. Oh, but there's one thing I forgot to mention. You like this? I've unlocked CTOS. Completely. I am inside the system. And you are in for a show. T-Bone? So there I am, waiting for my train when the lights go out. I guarantee you that's just the start of it. Damien has full access. Over my dead body? I'm not gonna let my CTOS baby get jumped up by that wackadoodle. There's a weak point he won't know about. Now get over there and shut it down. That'll end his joyride quick and pronto. I'll call you once I'm in. Nice to have you back. I do like being useful. Okay.
Erreichen Sie... Da müssen wir hin. Zugang zum zentralen CTOS-Gebäude. Okay. Nice, nice, nice. Das heißt, er kann sich jetzt auch den ganzen Spaß erlauben, den wir normalerweise machen. Wir wissen das sehr wohl, aber mich nervt echt, dass der hier wirklich jeden Scheiß mit uns macht, was wir sonst immer mit anderen machen. Ich weiß, es ist ein bisschen heuchlerisch, aber trotzdem. Holy shit, hey. Oh. Alles klar. Wir sind da. Na dann hacken wir uns doch mal in den Spaß da rein und holen uns die Kontrolle zurück. Hey, Konto gehackt. Sehr schön. So. Kommt man da überhaupt durch? Natürlich nicht. Warum auch? Oh, was haben wir hier? Blackout. Gibt's hier... Kann man da nicht hin, oder wie? Doch, jetzt. Da kommt man hin. Sehr schön. Na dann. Okay. Ach du Scheiße. Das geht ja immer nur. Oh, 2 Sekunden lang. Hey, wie soll das funktionieren? Shit. Can't get past the firewall. T-Bone might have an idea. T-Bone? You have an idea? He blocked us out. I need him disconnected fast. Well, shit. I got one idea, but last time I did it, people died. If we don't do it, people will die. What do you got? The whole network's tied to a satellite. Runs as kind of a safety valve to CTOS. I got a homemade virus. A real mean motherfucker. You gotta install it from 3 separate points. What does it do? It'll shut down your man. That's for damn sure. This could get ugly. You don't know the half of it, amigo. Call me when they're installed. We'll get it done right. Okay, so wo ist jetzt das Auto? Das ist weg. Nee, davon steht's. Das nehmen wir jetzt auch wieder. Ich meine, warum auch nicht, ne? Jetzt haben wir es schon benutzt. Did you really think you could stop me so easily? I'm disappointed. I took you for someone more clever, but I'm forced to see you're like everyone else. So. Okay, wir nehmen direkt mal den da. Ach du Scheiße, jetzt stört euch wieder unsere Sicht. Silent treatment. You'll leave me an emotional wreck. And who knows what I'll do in such a state. What will you do now? Throw me out my game? Come on! You can do better. Wir, wow, kümmern uns schon um dich, keine Sorge. Screwing with the navigation. He's trying to slow me down. Focus on one location at a time. Oh, zum Glück habe ich aus Versehen sogar ins Richtige erwischt. Komm, hey. Leute, ihr macht mich wahnsinnig. Ernsthaft. Ach, scheiße, wie soll man da rauskommen? Ernsthaft. Fuck, Leute, hab mir fast keine Chance. Out of my way. Oh, shit. Nee, keine Chance. Keine Chance. A high-powered patrol car. That's the great thing about my
son of a bitch, ey. Okay, der erste Virus ist hochgeladen. Shit, hey, wie kommt man denn jetzt? Oh. Fuck, Leute. Das da könnte noch ein richtiges Ziel sein. Und da kommen wir auch mit einem Boot hin. Wow. So, Leute. Weg hier. Gibt's hier vielleicht ein Boot? Scheiß Helikopter immer. Come on. Wow. Shit. Okay, ich muss da, da muss ich rein. Na dann. Hör auf da reinzuschießen. Fuck, hey, ich würde das Ding ja gerne ausschalten, aber es... Oh. Fuck you. Ernsthaft. Ow. Son of a fuck, hey. Oh shit, man. Leave me the fuck alone. Ich muss jetzt erstmal wieder irgendwie schauen, dass ich da hochkomme irgendwie, weil die knallen mich sonst ab. Gib mir dein Boot. Komm. Komm. Nein. Komm her. Jetzt. Alter. Fuck you. Hey, wie komme ich da wieder hoch? Leute, ernsthaft, das ist nicht mehr lustig. Oh fuck this shit. Hey, Flucht erfolgreich, na immerhin. Ist die Polizei nicht mehr hinter uns her. So, jetzt aber. Diesmal kriegst du mich nicht hier raus. Ich kann nicht einsteigen, wenn der da drin hockt. Au. Hey. Hör dem Scheiß auf. Verdammte. Oh. Ich leime das mal aus, ne? Ist hoffentlich kein Problem. Sehe ich wirklich so aus? Ernsthaft? So. Kannst du mit dem Zampf fahren hier? Weg. Weg, Leute! Gehen Sie weg! Ah,
Ja, ich auch. Oh, hey. Oh. Weg jetzt. Holy shit, okay, das mit dem Boot war eine schlechte Idee irgendwie. Beziehungsweise hätte ich vorher den Helikopter eliminieren müssen. Ja, hey, der ist dabei, gerade die Polizei für uns auszuschalten. Finde ich natürlich auch nicht schlecht. You leave me the fuck alone. Vor allem wir können nichts machen. Das stört mich am meisten, wenn ich ehrlich bin. Wow. Nice. Der war cool. Was ist denn dieser verfluchte Helikopter, Leute? Den würde ich wirklich gerne gerade ausschalten. Ernsthaft, Leute. Komm. Komm in Reichweite. Jawohl. Leer. Nein. Fuck, hey. Oh. Shit, 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 shit. Komm schon, lad schneller hoch. Tu mir den Gefallen. Muss ich denn dann noch hin? Es kann doch nicht so viele Punkte geben. Ernsthaft. Yep. I'd have guessed your hacker chick invented this little gambit, but then she's dead. Isn't she? Well, have at it, Aiden. Give me your best and I'll give you mine. And you can brag all about it in the afterlife. So. So einfach. Shit, hey, wie komme ich denn da runter? Fuck, das ist schlecht. Mist, okay, es war eine schlechte Idee. Ich sehe es ein. Wir müssen hier wieder runter. Komm. Komm. Jetzt wurscht, setzt schon aus. Jawohl. So, jetzt brauchen wir wieder einen Fahrbahnuntersatz und müssen schauen, dass wir zum nächsten Punkt kommen. Lebendig, wenn möglich. Dafür nehmen wir so etwas schnelleres Auto. Jawohl, Polizeiflucht. Ich habe noch zwei Jam-Coms, damit werde ich aber nicht weit kommen, befürchte ich. Wir haben ja Mist ja überall. Hä? Das war doch gerade noch da irgendwo. Ach komm, hey.
Das da oben wird sein, schätze ich. Hoffe ich. Oh Mist, ich habe keinen CTOS mehr. Boah, ich hasse dich. Das hier war gerade noch nicht da. Bin ich mir sicher. Fuck. Okay, wenn es das da oben nicht ist. Das da vielleicht. Ich habe wirklich langsam überhaupt keine Ahnung mehr. Hat der gerade Drew Barrymore gesagt? Komm, hey. Fick dich, hätte ich jetzt fast gesagt. Wer ist denn damit? Do I look this stupid? Gibt es das Ziel noch? Das Ziel gibt es schon noch. Komm. Hautet alle ab. Ey. Lloyd, wie soll man denn da gegen... Ich habe keine Chance, die auf die Seite zu schieben. Null. Nee. Ey. Okay, der Punkt da ist eh weg. Yep. Then make me stop. Ey, das regt mich so auf. Ich wüsste halt echt gern, welcher jetzt wirklich der richtige Punkt ist. Der Punkt ist gerade verschwunden, ne? Ja, natürlich. Da gibt es halt immer noch einen. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es nicht doch der ist. Nope. Oh, Lloyd. Ernsthaft. Gut, fahren wir mal zu dem hin. Beziehungsweise. Ist der jetzt auch weg? Ah, es ist nur noch der da. Der muss es dann ja eigentlich sein. Weil wenn es mehr nicht gibt. Ich habe mir den jetzt hoffentlich gemerkt. Okay, da vorne Hauptstraße links und dann da über dieser tollen Hochbahnstation so links drüber so ein bisschen. Nope. Nope. Du kannst ordern, was immer du willst. I don't give a shit. Aber hey, der Punkt scheint richtig zu sein und er wechselt nicht mehr. Und das muss es eigentlich sein hier. Oh, scheiße, wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Shit, 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 shit. Oh, jetzt zeigt es aber wieder runter. Okay, das heißt, hier oben bin ich schon mal falsch. Alter, hör auf. Nein! Hey, ernsthaft? Okay, jetzt fehlt zum Glück nur noch ein Punkt. Out. Schauen, dass wir so schnell wie möglich dahin kommen. Und im Idealfall so spät wie möglich die Polizei auf uns aufmerksam wird. Das muss ich nur, wie gesagt, noch schauen, wie ich da reinkomme, wirklich. Ach, Mist hier, verdammter. Ach, da drin ist es.
Also ich brauche nur noch einen Weg, wie ich da reinkomme. Oh, direkt neben der Polizei auszusteigen war eine schlechte Idee. So Leute, lasst es mich in Ruhe. Auf mich wird geschossen. The best offense is a genius defense. Wo ist denn der verfluchte Helikopter schon wieder? Wo ist er denn? Komm, ich hol das Mistding runter. Ah, jetzt ist es auf der anderen Seite. Hey, warum sehe ich mich jetzt selber wie durch eine Kamera? Vollidiot, warum ist er nicht einfach abgehauen? Das hätte so einfach sein können. Out now. Ja, nehme ich halt den Weg. Ich habe kein Problem mit. Ne, wir haben wieder... haben wieder Verfügbarkeit über dieses tolle CTOS-Netz. Lloyd. Geh weg, du scheiß Helikopter. Oh, geht gerade nicht. Scheiße. Wow. So, Leute. Das sollte sie erstmal zumindest ein bisschen aufhalten. So sehe ich aus, ne? Unbedingt. Die kommen hier hoffentlich jetzt nicht rein. Dann habe ich nämlich ein Problem. Ich glaube, ich nehme lieber den hier. Wenn ich wirklich weiter fliehen muss. Aber es sieht gerade so aus, als ob die es wirklich nicht kapieren, dass ich hier bin. Verstecken wir uns so ein bisschen im Auto. Schön. Hat doch keiner gesehen, dass wir hier reingefahren sind. Von dem habe ich gerade ein bisschen die Chance, die Hoffnung, dass wir auch unentdeckt bleiben. Noch 5 Sekunden. Dann ist es geschafft. Ich halte es nicht aus. Und yes. Puh. Ach du Scheiße. It's done. Your viruses are in. Alright, we're in it now. Do you head back to that weak point? Right where we started. That'll open up for you like a lady's, never mind. You'll have a clear line to the satellite, and that's what's important. Okay, clear line to the satellite. You say that's the safety valve? And a little more. Once you're inside, you pull the trigger, lights out, Aiden. And if we're lucky, and I'm as clever as my CV says, you'll get a lock on Damien's location. That's all I want. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt nur noch dahin fahren. Und dann knöpfen wir uns Damien vor. Auf jeden Fall. Schalten Sie CTOS aus. Ach du Scheiße. Oh. I'm sorry. Das wollte ich wirklich nicht. Alter, hey. Wow. Der hat hier ganz schön Chaos veranstaltet, der gute Damien. Kleine Mistkerl, hey. So, jetzt aber. Rein da und dann hacken wir den Spaß da hinten.
Pierce, Wayland. We are DedSec. We've been watching. We know what you're doing. You're killing the lines to CTOS. Enjoy the show. Give us 30 seconds. For what? 30 seconds inside CTOS, we drop in our code. Then, when the system reboots, DedSec will control the machine from inside. We will correct what Boom has broken. 30 seconds is all we need. 30 seconds, no one knows? Our little secret? We will be the watchdogs. No. I'm tired of all the noise. We will not forget this. Was? Ich möchte ihnen schon 30 Sekunden geben. Ich meine, warum eigentlich nicht? Bin tatsächlich gewillt, hier ganz kurz zu warten. Und irgendwas passt mit dem jetzt kapier ich es. Das Gebäude ist auch in der Kleinkarte unten in 3D. Tja, spannend. I'm tired of the noise, aber ja, das sollte jetzt langsam mal gereicht haben, glaube ich. So, jetzt aber. Jetzt aber. Okay. Okay. So, mal der erste Übergang offen. Der zweite ist offen. So. Wo kommt denn der her? Okay, der kommt von da unten. Beziehungsweise von da dann letztendlich. Er braucht das Signal von da oben. Es wird mal da runtergeleitet. Dann geht's da durch. Jawohl. Jetzt, zum Ende vom Spiel hin, habe ich eigentlich kapiert, wie dieses Hacken funktioniert. Also bei diesem... bei diesen Systemen hier. Oh. Boah, yeah. The satellite from here, T-Bone's virus will reboot the entire system. It'll stop Damien. I'm gonna find him. Abschaltung. Dann schalten wir CTOS doch mal aus. My God. So. Ich habe lauter Geld bekommen, was? Warum? Ich meine, freue mich immer. Blackout. Okay. Jetzt wissen wir, wo Damien sich befindet. Ach, der kleine Feigling, der kleine Elende. Den schnappen wir uns. Und wie wir uns den schnappen. Some might blame you for Lena's death. I wonder who would think that, huh? But why stop there? Perhaps we should blame you. As I recall, the Murloc job was your plan. I blame myself every day for the plan, for meeting you, for not stopping you when I had the chance. I don't make that mistake anymore. I see a problem, I step in. Oh yes, the vigilante. I've read your headlines. You're the only problem I see now, and I'm coming for you. I'm coming for you. So, ich mache das Ganze erstmal in einer Sitzung fertig. Nur so wie es ausschaut, werde ich da vielleicht sogar zwei Parts draus machen. Mal schauen, vielleicht ist es sogar schon Teil Nummer 2. Das kann durchaus sein. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, dann schnappen wir uns ein Boot und dann schnappen wir uns Damien. Ich hätte ja auch noch hinten fahren sollen. Mit dem Auto. Unbedingt. So, wie schaut's denn hier aus? Kein Boot, da hinten war eins. Der einzige mit Strom. Das muss er sein. Das muss er sein. So, hopp. Und los geht's.
Auf geht's, den starten wir uns. Das Wetter hat auch gleich mal die passende Stimmung angenommen. Jetzt ist Damien dran. Ihr habt so wenig Munition irgendwie. Du Scheiße. Naja, für ihn wird's schon noch reichen, hoffe ich. Ich bin überhaupt über das ganze Spiel fast nie in so einem Shop oder irgendwas drin gewesen. Das hätte ich vielleicht öfter machen sollen. Ich hatte schon leider des Öfteren... Geht jetzt raus? Leichte Probleme, mir Sachen zu bauen oder etwaiges. Naja. Jetzt müssen wir uns nur noch um Damien kümmern. Jetzt fängt dann seine Reden zu schwingen, weil er merkt, dass es aufs Ende für ihn zugeht. Aber das hat er jetzt umsonst. Ach du Scheiße. Now I'm spending my final hours standing on the Widow's Walk. That's what they call the lighthouse lookout. The Widow's Walk. Did you know that? I didn't. Seems fitting. Everything reeks of conclusion. Allerdings. So, wo ist er denn? Komm jetzt. Come on. Surprise, surprise. You got a speech, Damien? Anything you want to say? I know who I am now. That's it? That's all you got? Hey, fuck you! Look at you! You plowed over people to get to a mob boss. You think you're absolved because your cause is what? Noble? You played me. That's what this is about. I played you! Clara is as much your fault. So is your niece. That's why you sent your family away, right? They know what you are. Play a beautiful game. But sometimes you still lose. Blah, blah, blah. Jesus, you guys talk a lot. What are you doing here? Sorry, pal. New contract. Kick it over. What? Come on, kick it over. You know, you guys take things far too personally. That's your problem. That's why this went wrong. There's lessons to be learned here, fellas. Up, 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 up. Phone two. Give it to me. Come on, hand it over. So, zu spät. Ausschalten. Jawohl. Wow. Shit, hey. Ah, mitten durchs Auge. I don't know what Damien wanted in those final moments. Death, I suppose. I thought I could fix the little girl's death. But instead it led to all of this. Exposed lies, corrupted kings, a broken city. And me, changed man. I don't look back anymore. I don't regret. I look forward. Everything is connected. And I'll use that. To expose. To protect. And if necessary, to punish. Alles klar, das war dann wohl das Haupt, also die Hauptstory vom Hauptspiel zu Watch Dogs. Wir werden noch jetzt erstmal hören, was sie zu sagen haben. Police are not revealing any information. The leaked documents found extensive corruption and deep ties between the mayor and the Chicago South Club leader Lucky Quinn. Did the mayor kill himself over this exposure, or was he executed?
Bloom Director of Public Relations, Charlotte Gardner, has issued a statement regarding the recent CTOS troubles. We knew all along that our CTOS network would be a target for hackers of all strengths and skills. It's been an excellent proving ground to demonstrate how robust our system really is. We're so pleased with the results. Our firewall security withheld the worst of the attacks, and in some cases, trip switches closed the systems off before any access could be gained. Your personal information remains secure. Our CTOS network is restored to full operations. In a world where we want to spend more time with loved ones, be active in our communities, have safer, healthier homes and cities, Bloom Industries listen to you and your needs. We are embarking on a global journey. We want the world to be a community. CTOS 2.0, focusing on you, putting you on the global stage. CTOS 2.0, making smart cities even smarter. Up next, an interview with a woman who claims to know the vigilante, Aiden Pierce. Renowned child psychologist Yolanda Mendez is with us. Dr. Mendez, your story is extraordinary. You actually know Aiden Pierce, the man we know as the vigilante. Tell us how that came about. I met Mr. Pierce through the family, his sister. This was a surprise to us. We couldn't find any information about him at all. It's great that you've come forward. You were treating her son for trauma? Yes, well, naturally, I can't discuss any of that. Not even their names. No. We wouldn't ask you to. But that's how you met Aiden Pierce. What's he like? It's impossible to say for certain what he's really like. He masks his personality, and he's very good at it. Is he? It isn't like someone playing poker. This is a very smart man who is looking to gain the upper hand in every situation. And you're writing a book. Yes, I am. It's a book about the whole experience, a study on Mr. Pierce. I really wanted to explore this complex man's mind. I'm sure it'll be a fascinating read. Dr. Mendez, thank you. DedSec has had enough. Our warnings have fallen on deaf ears. Our reputation has been attacked by weaklings such as Default. Heed our final warning. There will be a reckoning. We are vigilant against the Watchers. We are capable. We are unstoppable. We are at war. While a statement from the Commissioner's office acknowledges the recent decline in criminal activity, the vigilante known as the Fox is only given the slightest praise for his crime-fighting efforts. An anonymous source told our reporters that members of the police department are more enthusiastic about the vigilante than they are allowed to publicly disclose. With Chicago still reeling from the shocking revelations of Rose Washington's murder and Mayor Rushmore's subsequent death, there has been little appetite for politics or elections. One name that's been floated about is Bloom's VP of Communications, Charlotte Gardner. Her supporters insist Ms. Gardner will restore integrity and trust to a city that sorely needs it. City officials are picking up the pieces from the shocking chaos brought on by a massive CTOS malfunction. The city experienced major power outages, bridge disruptions, and thousands of dollars in damages. While CTOS is back online, many are raising questions about the safety features needed to run a complex... I know you'd be back. Guys like us, we don't know when to stop. It's done. You're the last. There is no last.
You're in it now. I warn you. These guys, they're like nothing you've ever seen before. You fucking think it's over? No. But now they have something to fear. What the fuck? What's wrong with you, man? Huh? You're fucked! You get that? We're both fucked! Fucking shoot me! Come on. Huh? Make you sleep better at night. Kill the guy that killed your niece. Good for you, you selfish fuck! Ich meine, man hat die Hintermänner, man hat Quinn umgebracht, man hat Damien den Mistkerl erwischt. Er hat es auch nur fürs Geld getan und er wollte sie nicht umbringen. Wir gehen jetzt einfach wieder. Maurice is living his own private hell. He's a victim in all of this. And I've seen enough death. He's gonna get a second chance. We both are. Alles klar. Dann ist es jetzt aber wirklich vorbei. Wir spielen den DLC selbstverständlich auch noch. Das war's jetzt aber erstmal mit der Hauptstory. In diesem Sinne hoffe ich wie immer, dass es euch gefallen hat. Lasst mir einen Kommentar da, gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim DLC wieder. Also, bis bald.
Thanks to you, CTOS Network has had a successful year. With CTOS Chicago setting the standard, we're proud to announce an expansion into other major cities across the country and around the world. There's no better way to bring the city right to your doorstep. Look for CTOS 2.0 in the